wirklich viel rumgekommen. Den Spion kenne ich auch. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zurück wieder bei The Witcher 2 in der Haut von Geralt von Riva. Zusammen hier mit unserem Agenten Venon Roche und Triss, mit denen wir zusammen zum Marktplatz gehen müssen, weil dort eine Hinrichtung stattfindet. Was dort wohl auf uns wartet, das weiß nur Gott. Und voll ist es hier auch. Flotsamer Markt. Sultan. Rittersporn. Mein Informant. Na, prächtig. Und der Plan? Improvisieren. Keine Toten. Wir machen das schon. Geralt? Geralt! Hierher! Hilfe! Oh oh. Rittersporn. Lump, du. Du, Weißhaupt, zurück da! Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Weswegen hängt ihr sie denn? Sehen doch harmlos aus. Paktieren mit den Eichhörnchen. Rittersporn? Ein Elfenspion? Nein, den hat sein kleiner Sporn an den Strick gebracht. Wie bitte? Er stand dem Lüstling zu oft. Nun soll er baumeln. So will es das Urteil. Das Urteil ist eben härter als der Spornhexer. Das glaubst du. Was? Leute, seit wann wird man denn im freien Königreich Temerien wegen seiner Lust aufgeknüpft? Wir sind doch nicht in Nilfgaard. Zieh Leine, du Wunderblume, oder ich garantiere für nichts, anständigen Leuten hier den Spaß zu verderben. Wunderblume oder nicht, was er sagt, haut schon hin. Wächter, ich pimpe auch ganz gerne und will nicht gleich dafür baumeln. Ja, der Wächter hat uns auch schon ein paar Mal besucht, sich aber nicht besonders amüsiert. Eigentlich gar nicht. Gavena, verschwinde, das ist nicht dein Profil. Ich kann gerne gehen, aber das sag ich euch, an der bösen Lust hat's ihm nicht gemangelt. Dein Kleiner konnte nur das Köpfchen nicht heben. Unterbrech die Exekution. Schnauze! Der Sänger baumelt und fertig. Dies ist eine ordentliche Stadt. Huren und Hexer haben hier nichts zu melden. Weg die Worte, Wächter. Mit Hexern kenne ich mich nicht aus, aber Gavena ist eine anständige Frau. Mäuler halten, allesamt, sonst stopfe ich sie euch. Womit, möchte man fragen, womit? Dein Pinsel füllt mir doch kaum den hohlen Zahn. Gavena, ich warne dich zum letzten Mal. Und jetzt willst du eine Frau schlagen? Wenn das eine Frau ist. Gisloridos Knechten. Was jetzt? Oh, ich muss ihn verkloppen. Jetzt gib's auf die Nase. Und du, Wechselbalg, willst du auch am Strick tanzen? Die Baume, so oder so. Fuck, der hat uns getroffen. Das war nicht gut. Es findet sich auch für dich, Sudelfink, ein Plätzchen. Boah, fett auf die Nase. Und Gnadenstoß. So oder so. Der Sumo-Ringer? Oh, wir sollen sogar gegen ihn kämpfen, alles klar. Nichts Einfaches als das. Boah. Der Hex hat's drauf. Was zum Kuckuck geht hier vor? Ich frage, was zum Teufel hier los ist? Ich melde gehorsamst... Gib mir aus den Augen, Klebler! Ihr könnt nicht mal ein paar lausige Banditen aufhängen! Und du, halt still! Hände weg von der Waffe! Auf diesem Schafott wird entweder geredet oder gerichtet. Was ziehst du vor? Ich würde sagen, wir reden, oder? Ich will keinen Ärger. Ja, das wollen wir auch nicht. Deine Leute haben angefangen.
Einige haben blanke Nerven. Was geht's mich an? Sie haben angefangen und du hast es beendet. Um meine Freunde zu schützen. Lässt du sie frei? Schlechte Gesellschaft hast du da, Hexer. Hier ließ ich einen Dieb frei. Ganz ruhig. Nur ein Scherz. Ich hasse Diebe. Es kann noch ein Spektakel geben. Blutig und gar nicht lustig, weißt du? Oder? Wir können uns irgendwie einigen. Das heißt? Gib mir einen Moment, Hexer. Hört her! Viele haben sicher schon von den Gerüchten gehört, die bei der Belagerung der Burg der Lavalettes durchgesickert sind. Leider sind sie wahr. König Voltest ist tot. Offenbar waren die Scoia'tael an diesem scheußlichen Mord beteiligt. Wie man sieht, darf sich niemand mehr sicher wähnen. Darum werden jetzt Wagen mit starker Bewaffnung in Flotsams Straßen auffahren. Ich verhänge hiermit den Ausnahmezustand. Wartet auf Befehle. Haltet euch bereit. Haltet euch bereit, euren gefallenen König zu rächen. Und jetzt geht. Geht alle nach Hause. Rittersporn und Soltan sind jetzt frei? Was wird aus ihnen? Es gibt keine Exekution. Vorläufig nicht. Sagen wir, ich untersuche die Angelegenheit noch einmal. Der Galgen ist kein Ort für Gespräche. Reden wir bei mir weiter. Deine Freunde lasse ich inzwischen laufen. Aber sie müssen in der Stadt bleiben. Ich erwarte dich am Abend. Komm nicht vor der Dämmerstunde. Ich hab zu tun. Und noch eins. Willkommen in Flotsam, Hexer. Auch nicht schlecht. Die wollten uns wirklich aufknüpfen. Umbringen. Ich weiß nicht. Ich wollte den Turm gar nicht anzünden. Schon in Ordnung, Rittersporn. Verschwinden wir hier. Wir stehen in deiner Schuld, Hexer. Meinen Dank. Jetzt aber ab in die Schenke. Rittersporn, kipp eins, dann geht's wieder. Und du, Geralt, erhältst bei der Gelegenheit erbauliche Kunde von der hiesigen Heuchelei, wie man Wollust mit falschem Anstand tarnt. Ein unmoralisches Angebot begibt dich abends zu Loredos Anwesen, dem Bürgermeister, kann man schon fast sagen, hier aus Flotsam. Und Flotsam, wisst ihr ja, ist ein Ort quasi im Walde der Scoia'tael. Das heißt, hier ist es eigentlich gar nicht so sicher. Und dieser Ort, kann man schon fast sagen, ist eigentlich ganz schon befüllt. Ganz schön befüllt, kann man schon sagen. Der kleine Aussprecher musste jetzt gerade nochmal sein, denn hier gibt es ganz schön viele Ausländer, ganz schön viel Rassismus und Prostituierte. Jeder bumpt sich also hier gegenseitig hin und her. Und das ist noch mal das Interessante hier, die politische Lage im Spiel. Und wie wir hier sehen können, ist hier wohl die Taverne, wo wohl Rittersporn und Soltan Chivay auf uns warten. Und falls ihr das natürlich nicht wisst, wer Rittersporn eigentlich ist, Rittersporn ist ein typischer Poet, ein sehr guter Freund von uns, der sogar studiert hat, der sogar als blöder Trinker bezeichnet wird. Aushänge könnten interessant sein. Und jetzt hören wir natürlich von Geralt, dass hier schön Quests gibt. Ja, die typische Wand hier, typische Nachrichten. Aber bevor ich euch hier gleich weiter erzähle über Soltan Chivay oder Rittersporn, gehen wir mal kurz in die Taverne. Und dort warten sie auch schon. Ach, Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps. Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Soltans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Voltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Voltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Oh mein Gott. Triss, erzähl du, was nach meiner Verhaftung passiert ist. Ihr wisst ja, wir waren gefangen. Und das nicht mit Absicht. Man wollte uns bloßstellen.
Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Oh, Backe, hier gibt's einfach so vieles. Und jetzt können wir natürlich entscheiden, Schluss mit Politik und die Zauberer und so weiter und so fort. Aber wir fragen natürlich, wie es oder wie die Ergebnisse waren. War es wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Voltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat, er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist. Eine Zauberin. Philippa Eilhardt, okay. Aber wir sagen jetzt mal Schluss mit Politik. Schluss jetzt mit Politik. Voltest tot. Und, was wir auch noch natürlich fragen könnten, wäre, was ist mit deiner Hochzeit, Sultan? Was ist passiert? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Soltan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte: Ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht dem Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Rittersporn, seit wann arbeitest du für Roche? Und Roche, wisst ihr ja, der Agent, der uns hierher geführt hat, der uns hilft, den wahren Mörder von König Voltest zu finden. Und der natürlich auch, um auch natürlich mal zuzugeben, der Leiter der Spezialeinheit der Blauen Streifen ist. Ihr wisst ja vielleicht, dass er der Kommandant ist und da gibt's noch so viele ähnliche Geschichten, die ich euch vielleicht im Nachhinein erzählen werde. Aber wichtig ist, Benon Roche arbeitet für den König Voltest, der gestorben ist. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes. Komm schon, Geralt, der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Und wie man auch schon schön sagt, unser Rittersporn ist übrigens auch eine Art Mr. Nice Guy. Das heißt, er ist eine Art Frauenschwarm und zugleich Professor, der sich viel mit Poesie eigentlich auskennt. Und somit auch sich eigentlich finanziell da eigentlich gut abgesichert hatte. Ach Mann, den kennen wir ja natürlich noch von The Witcher 1.
Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte, und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvetz Skojatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Deine Existenz beleidigt die Götter. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Oh, Backe. Kriegen wir jetzt Besuch? Heiliger Bimba. Was war das? Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Du störst, Sosek. Leb noch. So ein Hallo-Dreh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber tschüss. Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst, oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Oh, was? Erstmal natürlich provokant wirken. Troll dich, du Schweinepriester. Dieses Gefasel ist unerträglich. Verschwinde. Immer dasselbe. Um den kleinen Mann schert sich keine Sau. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden, einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Suleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skojatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und
das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stock Quartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Oh oh. Erkunde, was am Kai passiert ist. Etwas mit dem Kairan. Und Kairan ist wohl dieses Monster. Um auch das nochmal zu sagen, was Skoyatel sind. Skoyatel sind eigentlich im Endeffekt Gruppen mit Elfen, mit Zwergen und natürlich ein paar Anderlingen, die gegen Rassismus unter anderem kämpfen und natürlich für ihre Rechte kämpfen. Und die sieht man hier eigentlich ganz oft. Da sind natürlich auch Elfen dabei und so weiter und so fort. Die auch natürlich eigentlich sehr viel klauen. Das heißt, die sind gar nicht so gut, wie man eigentlich sagt. Und das Problem ist jetzt eigentlich von der Geschichte aus her, dass die temerische Armee, sprich für die wir eigentlich arbeiten, die haben natürlich das Problem, dass sie gar nicht mehr mit denen irgendwie eine Problemlösung finden können, denn diese klauen ja jedes Mal. Diese plündern, klauen, machen irgendeinen anderen Mist und dadurch kann einfach keine Konfliktlösung geben. Und wir sehen uns bei einem nächsten Part von The Witcher. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bedanke mich herzlich. Was für ein Spiel, was für eine Atmosphäre. Ist ja schon richtig geil hier, oder? Sehr bevölkerisch hier, kann man schon fast sagen. Und ich bin eigentlich sehr, 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 sehr fröhlich darüber und glücklich, dass ich dieses Spiel auch let's playen darf. Denn das wird nochmal richtig geil. Und der dritte Teil kommt ja auch jetzt bald raus im Mai. Und es kann ja sein, dass du erst nächstes Jahr guckst, dann ist das Spiel schon raus. Wie dem auch sei, ich will gar nicht viel reden und euch gar nicht langweilen. Bis dann, euer Melek.